So, wir sind beim Chief Racer von NH Power, vom Sven Naber. Das Motorrad, das Besondere an diesem Motorrad, erst sieht es aus wie ein ganz normaler Coffee Racer. Wenn man dann in die Tiefe geht, dann sieht man, es war mal ein Tourenmotorrad von Indien. Was für ein Modell war das, Sven? Das ist, das Basisfahrzeug ist eine 2018er Chieftain. Das heißt, eine Chieftain ist ein riesiges Motorrad mit großer Verkleidung und reichlich Leistung. Man könnte sich das einfach machen und aus einem schmalen Bike einen Coffee Racer bauen. Aber ihr habt wirklich aus einem Touring Bike einen Coffee Racer gebaut. Und ich glaube, das Besondere, der Rahmen hat eigentlich relativ wenig noch mit Indien zu tun. Der Rahmen hat gar nichts mehr mit Indien zu tun. Wir haben also die Aluminium-Gusspressteile, die da original verbaut werden, durch einen Doppelschleifenrahmen in Stahl ersetzt quasi. Und einen Twinshock-Fahrwerk daraus gemacht. Das heißt, das ganze Fahrwerk ist geändert. Der Rahmen ist also alles, was vorne hinter der Gabel kommt, alles Eigenkonstruktion. Ja. Dann habt ihr Felgen genommen, Aluminiumfelgen, also klassische Aluminiumfelgen mit Speichen, die da eigentlich auch nicht reingehören. Und das ganz Besondere, das hat der Sven mir schon mal erzählt, die ganze Elektronik wurde angepasst. Ja, wir haben einen sehr großen Aufwand gehabt mit den Kabelbäumen in diesen Fahrzeugen, weil ABS und die ganze Sensorgeschichte für Abgas und so weiter alles erhalten bleiben muss. Und da hatten wir sehr viel Aufwand. Die ganzen Steuergeräte sind weiterverwendet worden. Ist auf jeden Fall ein tolles Motorrad geworden, wirklich ein klassischer Coffee Racer, kurzes Heck, M-Lenker, alles wie es jetzt gehört und das aus dem Indien Tourenmotorrad. Schön, dass du das hier zum Motorworld gebracht hast. Danke. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein darf. So, das nächste Bike, was wir haben, ist ein Bike von Harley-Davidson Köln und Bonn. Und erzähl ganz kurz, was war das ursprünglich für ein Modell? Also es war ursprünglich eine Sportster, eine 883 gewesen, die man modifiziert hat und umgebaut hat. Verschiedene Dinge. Soll ich kurz darauf eingehen? Ja, selbstverständlich. Wir haben das Heck gekürzt, wir haben die Blinker modifiziert, vorne und hinten. Wirklich kleine und in den Lenkern integrierte Blinker dran gemacht. Der Luftfilter ist offen, damit er mehr Leistung hat. Kleine Dinge, wie zum Beispiel auch die Öffnung vom Kurbelwellengehäuse, um so ein bisschen optische Akzente zu bekommen. Da ist eine andere Bereifung drauf. Das ganze Bike erscheint auch höher, eher so ein bisschen schon in Richtung Offroad. Also eine ganz interessante, ganz andere Mischung oder eine ganz andere Konstellation, als man eine normale Sportster kennt. Genau, der Stil ist ja, es gibt ja, du kannst ja auch Sportster sehr viel machen. Das ist ja nun wirklich ein individuelles Motorrad und dieser Stil heißt Scrambler. Scrambler, das heißt, die Bikes werden ein bisschen höher gelegt, kriegen ein bisschen Offroad-Bereifung, sodass man eben auch mal, ich sag mal, leichtes Offroad damit fahren kann. Viele Leute sagen ja, mit der Harley ist es eigentlich nicht so der Plan, aber die Sporty ist halt immer noch ein Rennmotorrad in den USA mit der XR 750. Und sowas kann man garantiert auch mit diesem Scrambler sehr, sehr cool machen, nämlich den Dirt Track fahren oder den Flat Track fahren. Und ja, schön, dass du uns das Bike kurz erklärt hast. Und vielen Dank nochmal an Harley-Davidson Bonn und Köln, dass ihr so tolle Motorräder hier in die Ausstellung gestellt habt. Ja, gerne, ja. Viel Spaß.